Good morning. I feel great. I'm smiling. Heute Stelvio, beziehungsweise die ganze Etappe, ist ein hartes Stück Arbeit. Also ich habe die Hosen voll. Ja, also ich freue mich drauf. Die Etappe ist total schön, landschaftlich. Und ja, ich habe keine Angst. Man muss einfach ein bisschen einteilen. Und ja, Hauptsache trocken und Hauptsache kommt Alexander ins Ziel. Meine beiden geht's gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich bin ganz gespannt und habe riesen Respekt davor. Geschlafen habe ich sehr schlecht, war auch ein bisschen nervös. Das ist ein Traum. Also dieser Pass, da träume ich schon seit Jahren von und... Ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, was auf uns zukommt. Einfach mal schauen, wie es läuft. Wir freuen uns riesig, hier dabei zu sein. Und vor allen Dingen heute wollen wir die Königsetappe bezwingen. Also wer das schafft, Hut ab, ne? Anstrengend, wir haben auch keine Lust. Guten Morgen, ich bin Stefan Schwenke, Sprecher der Schwalbe Totalzeit powered by Sigma und da Marc Schneider, unser Renndirektor, gerade auf dem Stelvio ist, um nochmal die Wetterbedingungen zu checken, darf ich ihn heute Morgen vertreten. Wir freuen uns auf die Königsetappe und wir freuen uns sehr, dass wir über den Stelvio fahren können. Also die Königsetappe, fast 4000 Höhenmeter, die wir heute zu fahren haben. Zunächst der wunderschöne Ofenpass hinüber ins Val Müstair, hinüber nach Italien, durchs Finchgau und dann einfach hinauf. Klettern, 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 48 Kehren bis auf 2757 Meter, das Dach der Tour. Es wird ein hartes Stück Arbeit, also eine Königsetappe, die definitiv ihren Namen verdient, denn mehr Höhenmeter an einem Tag gab es in 11 Jahren Schwalbe Tour Transalp powered by Sigma noch nie.
Ja, moin. Mein Name ist Marcel Thielbach, ich komme aus Bremen und bin das vierte Mal bei der Tour Transalp dabei. Und ja, hier kann ich alles das erleben, was ich in Bremen nicht erleben kann, nämlich Berge fahren. Bei uns ist alles flach und das ist einfach toll und ein einmaliges Erlebnis. Ich komme gerade durchs Ziel, bin völlig kaputt und es macht total Spaß. It was an awesome day. We were so fortunate with the weather after the bad weather we had earlier this week, and it just meant that everyone could go ahead as planned. And the view of Stelvio is just incredible, with all the switchbacks going off into the distance. And you got to enjoy the view as well. Ella and my wife were at the top of the Offen Pass, so they saw us come past then. And you've had a nice day in the sun, and now getting some sun on your cheeks. Well, I hope one day we can be part of the mixed teams. Maybe my daughter can tow me up the mountains rather than and me hold on to her back pocket and take a tow. Doesn't taste so good, hey? Doesn't taste so good.